Also in voller Länge werden wir das Match bis zum Ende wahrscheinlich nicht mehr verfolgen können. Der erste Satz müsste drin sein, aber wie das dann ausgegangen ist, davon Ausschnitte in unserer Zusammenfassung. Wie immer in dieser Woche um 23 Uhr. Sie sehen schon, es sind zwei unterschiedliche Spielertypen, die da aufeinandertreffen. Naoko Sawamatsu hat ihre Qualitäten an der Grundlinie, ist flink, behende, spielt relativ gerade Grundschläge. Lisa Raymond sucht, wenn möglich, ihr Heil in der Offensive. Kann aber mit der Vorhand auch ganz schön austeilen. Saubere Vorstellung bisher von der Amerikanerin. Ah, die Vorhand kommt schon in der Anfangsphase und die Japanerin macht hier keine Schnitte. 3-0 für zurück in Filderstadt mit dem letzten Einzel des Tages. Lisa Raymond hat den eindeutig besseren Start erwischt, führt mit 3-0. Das beste Ergebnis der Amerikanerin in diesem Jahr, das Turnier in Oklahoma City mit der Finalteilnahme. Ansonsten war es eher durchwachsen. Dieses Turnier hier in Filderstadt ist jetzt schon mit das beste Ergebnis. Und wenn es so weitergeht, dann wird sie hier noch
kräftig Punkte sammeln. Es ist ja auch in diesem Spätherbst die Jagd eröffnet für das Masters und im Prinzip sind die Punkte da klar verteilt bis Anke Huber. Danach wird gekämpft und deswegen gibt es einige Spielerinnen, die noch sehr, sehr viele Turniere jetzt zum Ende hin gemeldet haben. Die beiden gehören da eigentlich nicht dazu, aber Jajuk Bazuki zum Beispiel, die spielt noch alles mit, was möglich ist. Ruxandra Dragomir hat auch noch Chancen auf das Turnier der 16 Besten in New York. Die Karawane zieht fast komplett weiter nach Zürich in der nächsten Woche. Dann teilt sich das Feld. Ein sehr großes Turnier dann nochmal in Moskau, aber zur gleichen Zeit läuft dann in Amerika schon mehr oder weniger die Vorbereitung und die Akklimatisierung auf das Finale in New York.
Tja, wenn es so weitergeht, dann kriegen wir noch ziemlich viel mit von diesem Spiel. In unserer verbleibenden Sendezeit. 5-0 im ersten. Der Veranstalter hat das ja am Anfang der Woche in einem Interview bei uns beklagt. Die Kinder würden nicht mehr zum Sport gehen. Ich glaube es also, dramatisch ist die Lage nicht, aber die Konkurrenzsituation innerhalb der Sportarten ist einfach größer geworden. Und auch die Tennisverbände und die Tennisclubs müssen sehen, wo sie bleiben, um die Kinder zu aktivieren. Der war gut. Dieser Raymond macht so den Eindruck, dass sie in dem sicheren Gefühl, hier schon viel erreicht zu haben, ganz locker drauf geht. Das Gleiche sollte man bei der Japanerin vermuten. Erstes Spiel für die 41. der Weltrangliste aus Tokio. Lisa Raymond ist die Erste, die die Trainingseinheit Cross über den Platz unterbricht.
mit dieser durchgezogenen Rückhand. Also der sitzt wie angegossen. Vorhand Longline in die Ecke. Sehr gutes Timing bisher bei der Amerikanerin. Ja, der Tempowechsel hat ihr selbst jetzt die Tour vermasselt, dieser Racherin. Da ist mehr Spin drin. Sie sehen es auch hier kurz daran, dass sie den Ball weiter nach hinten links wirft, um dann der Kugel den nötigen Effekt zu verleihen. Naoko Sawamatsu schlägt relativ gerade auf. Beide zittern sich jetzt mehr oder weniger durch die Ballwechsel. Ah.
sehr starker Volley-Stopp von Lisa Raymond, die da neuen Mut offenbar gefasst hat, mit dem Vorhand-Return nach vorne geht und der war sehr schwer. Satzball. Vorhandzieher. Der ist zu lang. Das war der erste Satz. Und ich gehe schnell rüber ins Studio.